kümmerliche Vorstellung. Ein mutiges Volk, diese Orks. Wir sollten weiter. Ja, wir sollten wohl weiter. Und damit herzlich willkommen zurück bei Die Bruderschaft, der Weg des Schläfers. Ja, letztes Mal haben wir hier noch den Ork umgehauen und ich könnte mir vorstellen, dass das diesem Ork da vorne nicht so gut gefällt. Moras, was wollt ihr von mir? Wollt ihr auch mich töten? Du sprichst unsere Sprache wirklich gut, verglichen mit deiner Wache. In euren Minen hatte ich genug Zeit, sie zu lernen. Den Rest habe ich einem eures Volkes zu verdanken. Er ist weise und ehrfürchtig. Was man nicht von vielen Moras sagen kann. Aber nun sprecht oder zieht eure Waffe. So weit muss es nicht kommen, wenn du vernünftig bleibst. Wir brauchen lediglich Zugang zum Ork-Friedhof. Mehr nicht. Das Tor zum Lug Ad-Garak wird nicht geöffnet. Nicht für euch. Lug Ad-Garak. Höhle der Körper, wenn ich es richtig verstanden habe. Bevor ihr vorschnell ein Urteil über unser Anliegen fällt, solltet ihr uns vielleicht anhören. Der einzige Grund, der euch Moras in die Hallen unserer Ahnen lockt, ist wie immer das Gold der Toten. Gebt es ruhig zu. Oder wollt ihr sagen, es wäre ein anderer? So lasst mich ausreden. Das Gold interessiert uns wirklich nicht. Was wir zu finden hoffen, ist altes Wissen. Wissen über ein Volk, das unter der Erde lebte. Alte Geschichten der Uraks erzählen von einem Volk unter dem Berg. Aber wie soll Wissen über dieses Volk im Lug Ad-Garak zu finden sein? Unsere Mine im Sumpf wurde durch einen Erdrutsch zerstört. Dabei wurde ein Gang zu Ruinen dieses Volkes frei. In diesen Ruinen fanden wir die Überreste eines Orks. Offenbar gab es eine Verbindung zwischen Menschen und Orks vor langer Zeit. Die Geschichten sagen Ähnliches. Aber wieso wollt ihr dieses wissen? Was glaubt ihr, was bringt es euch? Klarheit. In den letzten Tagen ist viel passiert. Viel Schlechtes. Viele Menschen sind gestorben. Wir hoffen, Antworten zu finden. Die Antworten zu der Schlacht vor der Festung der Moras werden nicht bei unseren Toten liegen. Warum geht das nicht? Aus den Tiefen des Steins kamen Untote. Sie haben viele gute Männer getötet. Das war nicht natürlich. Ich beginne zu verstehen. Auch, ihr habt es also bemerkt. Die Toten sollten ruhen. Aber sie erheben sich. Nun wollt ihr auch den Grund erfahren. Genau so ist es. Ihr erinnert mich an ihn. Den guten Morat, der mein Lehrer war. Ich kann euch Zugang zum Lug Ad-Garak verschaffen. Aber euch begleiten oder helfen werde ich nicht. Wie öffnen wir den Ork-Friedhof? Es ist ein einfaches Ritual. Begebt euch zum Schrein der Vorfahren, links vom Tor. Sprecht feierlich die Worte Lug Alok-Kushak und das Tor wird sich euch öffnen. Ich find's echt krass, dass es keine weitreichenden Konsequenzen hatte, dass ich diesen Ork umgebracht habe. Naja, anscheinend hat er gesehen, dass es uns wichtig ist, das Wissen zu erlangen. Sorry, Dallas. Oh shit, die Orks können jetzt besser kämpfen? Was ist denn mit dem passiert? Der wurde ja komplett zerfleddert. Ich hab nicht aufgepasst. Lug Alok-Kushak. War das jetzt das Richtige? Ich glaube schon. Das sind nämlich Reskin-Skelette und keine untoten Orks. Aber gut, dass Wolof sie einfangen kann. Irgendwie wollen die auch gar nicht angreifen. Du hast dich verteidigt. Gut.
Ja, was soll ich mich denn nicht verteidigen, oder was? Okay, ich denke mal, er weiß, dass wir beide wissen, dass wir die Winde betätigen müssen, aber irgendwie sagt er doch nichts. Oder ist hier offen? Okay, hier war schon offen. Na dann. Etwas stimmt nicht. Was ist los? Eine starke magische Kraft liegt über diesem Ort. Sie greift nach uns. Es wird mich einiges an Kraft kosten, uns beide davor zu schützen. Haltet ihr das auch ganz sicher durch? Ich bin zuversichtlich. Aber ich sollte wohl besser auf die Nutzung meiner Runen verzichten, solange wir hier sind. Aber das macht euch doch beinahe schutzlos, wenn uns irgendwelche Viecher angreifen. Nicht ganz. Ich habe schließlich meine Stachelkeule dabei. Im Notfall werde ich sie einsetzen. Na dann. Du oder ich, Monster? Das ist der Lauf der Dinge. Tja, das ist wohl der Lauf der Dinge. Kann ich hier nicht hoch? Also, wenn ich eins gelernt habe, in Mumien stecken gute Sachen. Das dürft ihr niemals vergessen. War hier nicht normalerweise ein Schalter? Ah, und hier ist schon offen. Okay. Holos ist ja gar nicht mal so schwach im Nahkampf. Ich hätte nicht gedacht, dass der im Nahkampf auch jemanden töten kann. Nicht übel, Mann. Ich hänge... Boah, ich dachte gerade schon. Ey, da oben ist ein Ork-Schlechter. Komm ich da hin? Ich meine, ich habe ja einen Ork-Schlechter, aber ich würde ihn trotzdem gerne haben. Das ist ja gemein. Man kommt da jetzt nicht hoch, oder was? Ja, da würde ich mir auch im Kopf kratzen. Hä? Da war doch was gerade. Ich will das haben. Ich konnte es doch gerade anvisieren. Oh Mann, Volos, geh doch mal da weg. Junge, du nervst gerade so. Toll. Mann, Buddlerfleisch, kannst du nicht da liegen bleiben, wo du liegen bleiben sollst? Ich werde nicht aufgeben, bis ich nochmal diese Waffe da anvisieren kann. Ich hatte sie nämlich gerade schon einmal. Kann ich hier hoch? Da liegt doch ein Typ. Ich will wissen, wer das ist. Wieso kann ich denn auf diesem Ding nicht stehen? Das ist so unfair. Das haben die extra gemacht. Die haben das extra so gemacht, dass man da nicht dran kann. Warum kann ich nicht mit Volos eine Räuberleiter machen? Junge, du nervst mich so. Geh doch einfach weg.
Verschwinde, Volos. Lass mich in Ruhe und geh weg, Junge. Das ist so unfair. Ich muss doch jetzt wissen, was das für ein Schwert ist. Manchmal, ne? Da möchte man einfach schreien. Einfach mal schreien. So richtig laut. Kann ich nur empfehlen. Oh, ich habe die ganze bröselige Mumie mitgenommen, natürlich. Tja, ich weiß echt nicht, wie ich da hochkommen soll. Es muss doch einen Weg geben, wie man da hochkommt. Kann ich die bröselige Mumie rauswerfen und dann da draufklettern? Oh, warte mal. Warte mal, das geht, glaube ich. Bröselige Mumie, jetzt lass dich erklimmen. Ja, warte mal. Ja. 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 Oh, speichern. Oh. Skars Schwert. Toter Abenteurer. Oh. Ho, ho. Flammenschutzring, Flammenschutzring, Flammenschutzring. Eine Nachricht. Und hier kann man gar nicht mehr weitergehen. Ah doch. Sehr gut, die bröselige Mumie nehme ich auf jeden Fall wieder mit. Wo ist jetzt Volos hin? Ach da. Was ist das für eine Nachricht? Ich habe versagt. Mein Ziel, die magische Kraft meiner mentalen Power zu vernichten, ist gescheitert. Wer hätte je gedacht, dass ich an einem Ort wie diesen hier mein Ende finden würde? Langsam dahingesiecht an einer unbehandelten Schürfwunde krepiert zwischen glubschäugigen, schreienden Mumien. Lächerlich. Doch der eine Triumph bleibt mir. Mit einem Gefühl der unendlichen Genugtuung betrachte ich das Schwert des Mannes, den alle Skar nannten. Und wenn man meine verblichenen Gebeine einst Jahrtausende später auffindet, möge meine mühsam zusammengesparte Ausrüstung nachfolgenden Abenteurern gute Dienste leisten. Ein Abenteurer. Aber warum hatte er denn das Ding? Weißt du, das ist halt, warum? Und wer war dieser Typ? Sehr merkwürdig. Was ist das für ein Bogen? Auch noch so ein schlechter Bogen. Hier muss es irgendwie weitergehen. Ich bin sicher, dass sich diese Wand verrücken lässt. Ja, sieht aus wie ein Durchgang. Nicht einmal versteckt. Ich werde mir diese Symbole in der Mitte einmal anschauen. Vielleicht findest du ja irgendwo in der Halle etwas Wertvolles. Besser, als dass ich hier blöd rumstehe. Na gut. Ich komme später wieder. Hey! Und? Habt ihr es? Ich habe nichts gesagt. Weiter geht's. Hä? Verstehe ich nicht. Ich finde das so witzig, wie die zusammenklappen. Boah, diese widerlichen Kreaturen. Sagt, kann es sein, dass ihr Tote irgendwie abstoßend findet? Wieso findest du sie etwa anziehend? Los, wir sollten weiter. Du oder ich, Monster!
Also was hier auch in der Mod noch fehlt, dass man Begleiter nicht anvisieren kann. Das haben einige Mods schon eingefügt und diese Mod braucht das unbedingt. Vergoldeter Schabernack. Alter Mana-Trank. Alter, ein Mana-Trank, der 130 Mana regeneriert. Das ist ja der Wahnsinn. Was ist denn hier los? Golem? Oh shit! Shit, habe ich eine Keule dabei? Oh los, hau mal die Ohrkraft da endlich weg. Schon alleine, damit sich die Geräuschkulisse wieder beruhigt. Ja, der macht dem Schaden sehr gut. Ich brauche... Ja, okay, ich habe notfalls diesen leichten Kriegshammer. Der sollte ja im Notfall funktionieren. Okay. Tja, was jetzt, Mr. Wollos? Möchten Sie nichts sagen? Ich würde sagen, hier kämpft jemand. Verwandlung einer Riesenratte. Wollos hier. Aha. Ich hab's immer noch drauf. Naja, eigentlich nicht. Weg mit der Waffe. Komm her, Mistvieh. Ich hab's immer noch drauf. Immer noch nicht. Sieh an, die Bruderschaft. Habt ihr euren Leuten nicht berichtet, dass bei mir nichts darüber zu erfahren ist? Aber du hast uns einen Stab gegeben. Du musst etwas darüber wissen. Ich fand nur seinen Stab mehr nicht. Ich traf ihn nie persönlich. Das ist alles, was ich euch darüber sagen kann. Was euer Erleuchteter im alten Kloster suchte, kann ich euch nicht sagen. Er hat ansonsten keine Spuren oder Hinweise hinterlassen. Wenn dem so ist. Aber was suchst du hier? Und wie bist du hier reingekommen? Der einzige Zugang war doch fest versperrt. Der einzige Zugang? Nein, es gibt ganz sicher nicht nur einen Zugang. Und was ich hier suche, ist für euch nicht von Belang. Es sei denn, ihr sagt mir, was ihr hier zu suchen gedenkt. Wir suchen nach Anhaltspunkten, um eine alte Sprache zu übersetzen. Interessant. Dies ist auch mein Anliegen. Ich nehme an, es geht euch nicht um die Sprache der Orks? Nein. Und euch? Ebenfalls nicht. Dann habt ihr sie also auch gefunden. Was? Die Ruinen von Armun. Ich stieß auf die unterirdischen Ruinen dieses Volkes vor einigen Monaten. Seitdem suche ich Wege, ihre Sprache zu übersetzen. Ich weiß noch nicht besonders viel, aber es scheint wohl mehrere Redensarten zu geben. Armun? Das ist interessant. Wer sind Sie? Kannst du uns mehr davon berichten? Was könnte ich? Aber ich teile mein Wissen nicht grundlos. Wenn ihr wollt, dass ich euch helfe, müsst ihr zuvor mir helfen. Was hindert uns daran, Sie uns einfach zu nehmen? Immerhin hast du uns auch bei der Sache mit Epfisho irgendwie betrogen. Dir ist nicht zu trauen. Ich hätte mir denken können, dass von euch keine Vernunft zu erwarten ist. Immer mit der Ruhe. Fremder, bevor wir jetzt alle kurzsichtig zu den Waffen greifen, hör mich an. Auch wenn mein Bruder dir nicht zu glauben scheint, ich bin mir sicher, dass du nichts Feindseliges im Schilde führst. Was macht euch da so sicher? Er muss etwas mit Ifishors Verschwinden zu tun haben. Ich weiß es nicht. Es ist ein Gefühl.
Fender, ich bin bereit, unsere Differenzen beiseite zu legen. Als Ball des oberen Kreises verlange ich, dass du deine Waffe nicht gegen ihn erhebst. Es ist eure Entscheidung, Balvolus. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich verlange gar kein Vertrauen von euch. Wenn wir unser Ziel erreicht haben, gehen wir unsere Wege. Nichts lieber als das. Dann erzähl uns mehr über dieses Grab, das du suchst. Wie ihr wollt. Neben den vielen einfachen Krieger der Orks wurden auch hohe Anführer hier bestattet. Einer dieser Anführer, Grash Farak Guskuk, führt als Schamane und Feldherr zugleich einen großen Krieg. An seinem Grab bin ich interessiert. Und wo liegt es? Ich habe nur ungenaue Aufzeichnungen. Es muss irgendwo in der großen Halle liegen. Große Halle? Ich verstehe. Ihr habt sie also noch nicht betreten. Dann sollten wir dorthin aufbrechen. Ich begleite euch. Ja, immer mit der Ruhe. Erstmal will ich mich hier umschauen. Ja, dieser Fremde ist wirklich mysteriös. Er hat diese krasse Rüstung. Aber dann kommt er nicht hin. Also dann kam er hier auch irgendwie rein. Ohne dass wir wissen, wie. Ein Höhlenstinker, Junge. Was macht hier denn so komische Geräusche? Durch dieses Tor gelangt man in die Halle. Laut den Inschriften, die ich studiert habe, muss es hier irgendwo drei Schalter geben, die es bewegen. Ah ja. Drei Schalter. Ich hätte nicht erwartet, dass dieser Komplex so gewaltig sein würde. Warte mal. Was ist los? Ich spüre etwas dort im rechten Schacht. Hier ist ein Schalter. Wahrscheinlich hätte er die Line vorher schon sagen müssen, oder? Okay, hier sehe ich jetzt auf Anhieb keinen Schalter. Vielleicht sind die auch alle hier im Hauptraum. Wobei, es wird schon Sinn machen, wenn überall einer ist. Naja, dann schauen wir nochmal. Vielleicht finde ich ja noch was. Aber Schalter suchen ist immer ätzend. Paradebeispiel für ätzende Schaltersucherei war einmal in einer Quest in Enderal, das werde ich nicht vergessen. Da war ein Schalter so mies an der Decke versteckt, den musstest du dann mit dem Bogen abschießen. Und auch hier, naja, scheint es jetzt, da ist einer, oder? Nee, doch nicht. Auch hier scheint es jetzt nicht so einfach zu sein. Ich weiß es auch nicht mehr von früher. Stehen hier noch irgendwelche Hinweise? Da steht nur, dass sie sich in der Vorhalle unter diesen kleineren Gängen hier befinden müssen. Tja. Also der Schalter, der früher hier war, ist nicht mehr da. So viel ist ja schon mal klar. Hier sehe ich auch keinen. Gucken wir nochmal hier.
Tja, der bei der Orkstatue war ziemlich offensichtlich, aber die anderen? Hier an der ist keiner. Hey! Ich finde es auch so geil, er könnte auch einfach mal mitsuchen, aber nein, er stellt sich da hin und macht gar nichts. Wahrscheinlich bin ich gerade einfach wieder zu dumm. Und ihr habt sie alle schon gesehen, aus dem Augenwinkel. Du hast auch keine Tipps für mich. Natürlich fallt er erstmal runter. Tja, ich weiß es nicht. Was wie ein Telekinese-Zauber gibt es ja hier auch nicht. Wo ich dann gucken könnte. Aber wenn ich irgendwo was sehen würde, dann müsste er ja auch dann wieder dieses Schalter-Symbol so anzeigen. Von daher kann doch eigentlich nicht so schwer sein. Ich verstehe das schon wieder nicht. Dass ich mich... Da ist einer. Zum Beispiel, guck mal, den hätte man doch vorher schon auch erkennen müssen. Aber einer fehlt trotzdem noch. Sind die jetzt vielleicht doch alle hier in der Halle? Vielleicht hier von der anderen Seite. Es gibt nichts Schlimmeres als solche Suchquests. Ich finde, das hat mich auch schon bei dieser Quest mit diesem, ich nenne ihn ja immer Wasserbanditen, aufgeregt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man gar keinen Anhaltspunkt hat, was man tun soll. Und das hasse ich richtig, wenn du auch keinen Lösungsansatz hast. Zum Beispiel wie dieser eine Bandit, der ist jetzt irgendwo, ich weiß nicht, wo er ist, ich weiß nicht, wo er suchen soll. Hier bei den Schaltern weiß ich, okay, hier muss irgendwo ein Schalter sein. Aber wo genau, keine Ahnung. Vor allen Dingen steht ja hier, Vorhalle oder den kleinen Gang. Da ist nicht mal definiert, was... Kleiner Gang ja bedeutet, für den Modder, der das erstellt, ist es natürlich einfach, weil er die Schalter irgendwo platziert und denkt sich, ja klar. Ja, und es ist jetzt auch nicht so schlimm, sage ich mal, in diesem Fall. Hier hast du noch einen kleineren Bereich. Aber das, was jetzt zum Beispiel mit diesem Wasserbanditen da ist, das ist voll nervig. Vor allem könnte man es hier einfach machen. Jeder von uns drückt einen Schalter. Dann sagt der eine, geh in den Raum, such den Schalter. Der nächste geht in den anderen Raum und der nächste bleibt dann da stehen. Jeder hat dann einen Schalter gedrückt. Fertig. Und gleich, wenn ich den Schalter sehe, werde ich denken, wie konnte ich den nur übersehen? Aber bis dahin werde ich jetzt noch bestimmt 10 Minuten hier im Kreis laufen und dann mir denken, oh ja, gut. Das ist einfach dann diese nervige Sache, wenn du einfach aufgehalten wirst.
der eine ist genau da dran, oder was? Zum Kotzen, wirklich. Naja. Ja, ist offen. Nicht schlecht. Ihr habt wohl ein Auge für versteckte Mechanismen. Jetzt hör schon auf mit deinem Zynismus. Lasst uns weitergehen. Folgt mir. Ach Mann. Oder ich Monster. Du hast dich verteidigt. Gut. Verteilt euch, aber seid auf der Hut. Wenn ihr etwas Interessantes entdeckt, sagt es mir. Seit wann bist du hier eigentlich der Chef? Du oder ich, Monster. Das ist eine Zweihandwaffe. Na gut, ich behalte mal das Ding. Ich hab's immer noch drauf. Du hast gar nichts drauf. Habe ich sowas wie eine Fleischschwanzenverwandlung? Oh, hier gibt es einen ganzen Seitengang. Das ist wieder so ein altes Kriegsschwert. Ist das eine gute Idee, hier dran zu gehen? Shit, das hat mich hier gerade voll erschreckt. Cool, ich kann den... Nice, ich kann mir unendlich EP holen. Echt, geht das wirklich? Ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte den nur quick looten. Ey, Höhlenstinker. Lass es. Naja. Schauen wir uns mal in den anderen Bereich noch um. Es gibt ja oben auch noch was. Wo ist eigentlich Mr. Wollos? Ach, der ist hier. Was geht? Hier ist nichts. Runenstein. So, habe ich nicht gerade einen permanenten Trank gefunden? Ja, anscheinend doch nicht. Wie dachte ich gerade, ich hätte einen permanenten Geschicklichkeitstrank gefunden. Vielleicht war es auch ein Ring der Geschicklichkeit. Das könnte sein, ich habe ja wahrscheinlich, ich habe hier sehr viele Ringe. Naja, dann...
Hey! In einer der Grabkammern fand ich diesen Zettel hier. Lass mich einmal sehen. Das ist eine orkische Spruchrolle, wenn ich mich nicht irre. Interessant. Was kann sie? Ich fürchte, die Magie ist nicht mein Fachgebiet. Es könnte ein Teleport sein, ein Elementarzauber oder etwas Vergleichbares. Tja, dann frag dich am besten einmal Balvolos. Wo ist er? Er hat sich in die obere Ebene zurückgezogen. Tja, dann fragen wir mal Balvolos. Ah, da bist du ja. Hast auch den Weg hier hochgefunden. Ihr seht erschöpft aus, Meister. Es kostet mich viel Kraft, die magische Energie dieses Ortes von uns beiden abzuschirmen. Ich frage mich die ganze Zeit, wie dieser Fremde sich davor zu schützen vermag. Hast du eine Idee? Ja, seine Rüstung, ne? Aber das habe ich wahrscheinlich letztes Mal gesagt. Sagen wir mal das. Er ist mit irgendeiner Macht im Bunde. Er ist verschlossen und mysteriös, ja. Es könnte alles Mögliche sein. Auch das vielleicht. Ich fand diese Spruchrolle hier. Könnt ihr etwas damit anfangen? Zeig sie mir bitte erst mal genauer. Sie trägt eine schwache Kraft in sich. Diese Spruchrolle ist entweder sehr alt oder nicht sehr wirkungsvoll. Der Fremde meinte, sie wäre ein Teleport. Ja, auch dies kann ich erspüren. Seltsam. Noch seltsamer ist allerdings, dass ich ebenfalls so eine fand. Tatsächlich? Wo? In einer der kleinen Grabkammern hier oben. Sie scheinen für niedere Schamanen eingerichtet worden zu sein. Wegen der Spruchrollen, was glaubt ihr, wo führen sie uns hin? Eine gute Frage. Ich weiß es wirklich nicht. Diese Schrift ist schwer zu entziffern. Hier. Nrentosh Garak Lotok. Ups. Da hat er sich wohl wegteleportiert. Was war das für ein Geräusch? Balvonos hat sich versehentlich wegteleportiert. Mit der Spruchrolle? Nein, er hat ebenfalls eine gefunden. Also funktionieren sie hier in diesem Raum? Schon, aber wo führen sie uns hin? Verdammt, wo könnte Balvonos sein? Ich glaube, du weißt genau, wie du es herausfinden kannst. Bist du wahnsinnig? Ich könnte sonst wo landen. Du bist ein Feigling. Gib schon her. Jetzt passt einmal gut auf. Hey, warte. Die Frage ist nur, komme ich jetzt auch hier irgendwie rein? Da liegt ja was. Vielleicht geht's ja auch gleich weiter, ich weiß es nicht. Hallo? Hey! Siehst du? War doch wirklich kein Problem. Beeindruckend. Die Orks von früher wussten offenbar, wie man versteckte Gänge anlegt. Leider scheint Balvolos hier nicht zu sein. Das heißt nichts. Wir sollten uns diesen Gang ansehen. Er ist hier irgendwo. Da bin ich sicher. Okay, der kommt jetzt mit. Sehr gut. Was zum Billa? Was ist denn das für einer? Moi. Uderum Varino Saptam Ani. Einen großen. Ben Lum und Hanum Armunen. Ich verstehe. Kein Wort. Buraka. Destaya. Astu. Hey. Dista. Ga Dista. Azu Distadrum. Avila. Avila. Was war das denn? Armun. Die Sprache von Armun. Er hielt uns für Angehörige dieses Volkes. War das dieser Ork-Schamane? Er scheint nicht sehr erfreut, dass wir sein Grab ausplündern wollen. Ich weiß es nicht. Er ließ mich keine Fragen stellen. Was hat der Kerl gesagt? Menschen! Ihr stört meine Ruhe. Verräter von Amun. Warten, ja. Ihr werdet warten Jahre. Viele Jahre. So oder so ähnlich. Ich habe die Sprache noch nie zuvor gehört. Na wunderbar. Und was jetzt? Verhungern wir hier elendig wie diese ganzen Typen hier. Wenn uns nichts einfällt, tun wir das. Was schlägst du also vor? Wir sollten uns hier umsehen. Alles, was wir finden, kann für uns nützlich sein. Eine Rune, eine Wandinschrift. Du bist der Mann mit der Totensprache. Ich sehe mich um und du liest diese Inschriften. Nun gut, so soll es sein. Fan,
Hm. Mit dem Gang hier links an. Ich folge dem Geraden. Ist es in so einer Situation schlau, sich aufzuteilen? Ich würde mal einfach sagen, nö. Außerdem sieht man hier sehr schlecht. Hey, du Höhlenspringer. Ich sehe hier gerade gar nichts. Nette Skelette. Ja, dann komm mal ran. Sache, die kommen zu einem hin, aber dann greifen sie gar nicht an. Dann warten sie erst. Und gucken, was man macht. Ich meine, ich kann ja schon gut was wegtanken. Von daher alles halb so wild. Das ist der Vorteil hier als Templer. Ich glaube, als Magier hatte ich hier einige Probleme damals. Weil damals gab es noch keine Mana-Regeneration. Eine Statuette gefunden. Und zusätzlich hatte ich auch keine Zauber, die viel Schaden gemacht haben. So, was stand hier? Ustersock. Orant. Noch eine Statuette. Habe ich, Krotok? Kruschak. Ich darf eigentlich nicht vergessen, diese ganzen Seelensteine mitzunehmen. Das ist immer viel Erfahrung. Ich habe bestimmt schon trotzdem 500 vergessen. Hier ist noch eine Statuette. Das ist die große Halle. Da bist du ja. Hast du etwas entdecken können? Ich fand eine. Du wirst es nicht glauben. Grabkammer. Aber da war noch etwas anderes. Drei seltsame Wandbilder. Und wie ich sehe, gibt es hier drei seltsame Podeste. Ja, orkische Opferschreine. Sie sind den alten Gottheiten der Orks gewidmet. Wohin führt der Gang? Zu einem verschlossenen Tor. Ich bin mir sicher, dass diese Schreine der Schlüssel sind, es zu öffnen. Irgendwelche unglücklichen Grabräuber haben diese seltsame Flasche dort hinten platziert. Es scheint ihnen aber den Tod gebracht zu haben. Könnt ihr mir bei der Deutung der Wandbilder helfen? Was war abgebildet? Eine Mumie. Ein Krieger und eine Axt. Ein unbeschreibliches Wesen. Hm. Hier in den Vandin-Schriften standen immer wieder drei Namen. Krotok, Ustersok, Kruschak. Das könnten die abgebildeten Figuren sein. Vielleicht findet ihr in der Grabkammer ähnliche Inschriften an den Bildern. Seht nach, wenn ihr unsicher seid. Was ist Krotok? Der Gott des Krieges. Die Orks beten ihn vor jeder Schlacht an. Was ist Ustersok? Der Totengott der Orks. Vergleichbar mit Belia. Aber weniger. Chaos stiftend. Ustar so kalt als ein ruhiger Gott, der die Verstorbenen behütet. Sein Element war die Hitze, die alles austrocknet. Was bedeutet Kusch? Kusch bedeutet Macht, Stärke. Die Orks nennen ihre Waffen oft so. Kuschak bedeutet große Macht oder größte Macht. Wahrscheinlich eine Art Kettawatter. Beten die Orks nicht zu Belia? Die Orks sind wie die Menschen. Einige beten zu Belia, andere zu Innos, wieder andere zu Adanos und manche sogar zu ganz eigenen Gottheiten. So wie die alten Orks von Korinis.
Dich als Anhänger eines neuen Glaubens sollte das eigentlich weniger verwundern. Hättest du zu einem Gott? Nein. Ich komme einfach nicht weiter. Nun, es gibt hier drei Schreine für drei Gottheiten. Jedem Gott der alten Orks waren ein Abbild und ein Zeremoniengegenstand zugeordnet. Wahrscheinlich muss beides auf dem richtigen Schrein platziert werden. Wahrscheinlich. Lass mal weg. So. Wir haben einen Mana-Trank. Wir haben diese Statuen hier, ne? Da muss ich mal gucken, ob ich schon... Okay, Krieger, göttliche Pose, dicke Tränen. Dann habe ich eine Waffe. Dann habe ich eine Flasche. Aber habe ich noch irgendwas? Ah, hier. Nee, da, doch. Okay, ja, wir versuchen jetzt einfach mal. Das müsste ja Krushak sein. Da machen wir erhabene Statue. Okay. Spuk. Das war ja schon mal falsch. Okay, das passt. Das ist ja die Waffe. Orant. So, wieder falsch. Der macht das schon. Okay, das war richtig. Gib den Viechern ordentlich Saures. Ja, schön, dass du so stark bist. So, hier war ja einfach. Hier ist jetzt auch einfach, weil wir haben ja nur noch die über. Du hattest Erfolg. Ich bin schwer beeindruckt. Während du mit dem Rätsel beschäftigt warst, habe ich mir die Inschriften dieses Raumes hier genau angeschaut. Die meisten sind orkisch. Ehrungen des alten Orks, der hier begraben wurde. Aber einer der Texte war in der Sprache der Amun verfasst. Was bedeutet das? Nun, wie es scheint, bekundete ein hoher Priester der Amun seine Trauer über den Verlust. Gashfarak Goskop, das Volk der Amun betrauert deinen Verlust. Die Herren der Kasten weinen bitterlich und das einfache Volk ehrt deinen Leib. Mögest du im Reich Krushaks den Frieden finden, den du verdienst. Du verstehst diese Sprache wohl ziemlich gut. Das tue ich. Seht es als Vorgeschmack dessen, was ich euch lehren kann. Nun, wir haben hier gerade herzlich wenig anderes zu tun. Vielleicht könnte ich euch bei der Übersetzung helfen, wenn ihr vorher mir helft. Du denkst pragmatisch. Für jemanden aus der Bruderschaft. Hier, nimm meine Aufzeichnungen. Lies es und lerne. Und gib es an deinen Ball weiter, sollten wir ihn finden. Das werde ich tun. Danke. Okay, dann schauen wir mal. Die Sprache von Armun. Oh, okay. Kann ich die jetzt lesen? Habe ich noch irgendwas, was ich vielleicht lesen kann? Ah, okay, cool. Jetzt kriege ich Spruchrollen für die Pergamentrollen. Hm, du lernst schnell. Wenn du dich nun erleuchtet genug fühlst, willst du mir noch helfen, das Grab zu säubern. Wenn ich die Inschriften richtig deute, ist das Grab, das ich suche, direkt am Ende dieses Ganges. Ich vermute, es wird nicht unbewacht sein. Tu das alleine. Ich habe genug von irgendwelchen Gräbern gesehen. Das glaube ich gerne. Aber wie willst du durch den verschlossenen Durchgang kommen? Ohne mich? Ich finde schon einen Weg. Bist du sicher? Nein. Nicht so richtig. Na gut. Geh voran. Ich dachte gerade schon, der entscheidet es einfach selbst. Gerade hier hätte mich das stark gewundert, weil die Mod ja einem sonst sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten gibt.
habe irgendwie das Gefühl, dass es gleich Prügel gibt. Alles sieht nach Prügel aus. Der einen Elixier des Geistes dabei? Achso, das ist ein Elixier des Geistes. Da bin ich mal gespannt. Das ist es. Das Grab des Hohepriesters. Du hast die Fähigkeit, das Offensichtliche auszusprechen. Nirgends diese bleiche Gestalt zu sehen. Ich habe eher dir zu danken. Ohne dich hätte ich es wohl möglich nicht geschafft. Na, von mir aus. Leider scheint Barvolos auf ihr nicht zu sein. Verdammt, wo könnte er stecken? Wir werden ihn schon finden. Zuerst will ich mir aber die Inschriften an diesem Sarkophag anschauen. Inschriften? Am Gold hast du kein Interesse? Nein. Wozu? Ich bin wegen des Wissens hier, nicht wegen Reichtum. Was ist denn nun eigentlich so besonders an diesem Orkpriester? Er stand in wichtiger Beziehung zu den Armen, das kann ich dir schon einmal verraten. Und weiter? Das wollen wir nun herausfinden, oder was meinst du? Ah, siehst du dieses Amulett? Wahrlich eine Pracht. Zeig her. Das soll ein Amulett der Ox sein? Gewiss nicht. Dies ist ein Amulett der Amon. Daran habe ich keinen Zweifel. Lies die Inschrift und leg es einmal an, um seine Kraft zu spüren. Ja, welches ist es denn jetzt? Ach, hier. Hey! Hier ist ja gar nichts drin. Geschenk von Parat Barim. Wer auch immer das sein mag. Hey! Das Amulett ist ein Geschenk. Richtig. Du hast die Sprache also tatsächlich schon verinnerlicht. Sehr gut. Aber von wem? Ich konnte nicht alles entziffern. Du erinnerst dich, was ich dir in diesem Schacht sagte? Die Sprache scheint aus mehreren Mundarten zu bestehen. Offenbar sind die anderen Worte in einer höheren Sprache geschrieben. Kannst du sie übersetzen? Als Geschenk an meinen treuen Freund Gusok. Balbarim. Quarknau! Mors! Elende Diebe und Verräter! Beim Allmächtigen. Ihr habt es herausgefordert. Ihr alleine bezahlt für euren Verrat an meinem Volk. Moment mal. Was haben wir? Armon-Chakra. Imbrokopf. Wir müssen hier raus. Du musst hier raus. Ich werde die Schriften Gusoks nicht der Erde überlassen. Bist du verrückt? Du bist verrückt, wenn du bleibst. Geh! Ich komme schon nach. Aber... geh! Und er stellt sich da einfach so hin. Ja gut, dann gehen wir mal. Wie ruhig er das gesagt hat. Geh! Nö, geh doch. Also gerade bei der Sprachausgabe könnte man hier so viel rausholen, um die ganze Geschichte nochmal besser zu erzählen. Schläfer, du wirst kaum glauben, was ich erlebt habe. Nicht jetzt, Balvonus. Wir müssen hier raus, schnell. Ich sah Wächter. Wächter aus Stein. Ich hörte einen Namen. Armun. Balvonus, die Hülle stürzt ein. Ich dachte, es sei mein Kopf, der sich dreht. Wo ist der Fremde? Er kommt nach. Aber jetzt nichts wie raus hier. Okay, wir können sogar so laufen. Ja, das ist schon cool inszeniert.
bin ich mal gespannt, wo Baal Volos die ganze Zeit war. Scheint hatte er sein eigenes Abenteuer. Das war knapp, aber wir haben es geschafft. Ohne deinen Einsatz wären wir beide verschüttet worden. Ohne euch wäre ich niemals aus diesem verfluchten Grab rausgekommen. Wir schulden uns wohl beide Dank. Aber der Fremde, dass es so enden muss. Ich hätte ihn so vieles fragen können. Nun konnte er uns nicht einmal bei der Übersetzung der Sprache helfen. Nein, zum Glück nicht. Er gab mir seine Notizen bevor. Es passierte. Aber sagt, was habt ihr gesehen? Ich fand mich wieder in einem finsteren Gang. Ich sah die Hand vor Augen nicht, aber in der Finsternis leuchtete plötzlich etwas auf. Es war eine Art Kristall. Ich berührte ihn, wollte ihn an mich nehmen. Doch stattdessen, es war wie ein Traum. Ich sah Dinge aus meinem Leben. Ich weiß nicht mal, ob es mein jetziges Leben war. Aber es war zu real, zu echt, um eine Illusion gewesen zu sein. Ihr sprecht in Rätseln. Es ist mir auch ein Rätsel. Ich werde darüber nachdenken müssen, um es zu lösen. Bis dahin werde ich mich der alten Sprache widmen. Und unserem fremden Helfer gedenken. Bevor wir zurückkehren, was habt ihr in diesem Gang gesucht? Der Fremde und ich haben euch gesucht. Wir fanden stattdessen das Grab des Ork-Priesters. Der Fremde war dabei, die Inschriften der Grabeisgaben zu übersetzen, als eine Art Geisterschießin. Au, er hat die Höhle einstürzen lassen, glaube ich. Ein Geist. Schläfer. Seltsame Dinge gehen hier vor sich. Ja, ich erinnere mich auch nicht mehr an alles. Aber an einen Namen. Balbarin. In unserer Gemeinschaft gibt es keinen Ball dieses Namens. Wie kommt ihr auf diesen? Er stand auf einer alten Halskette, die der Fremde und ich im Grab des Ork-Priesters fanden. Das ist ja unfassbar! Das würde ja bedeuten, unsere Gemeinschaft. Wir müssen sofort zurück! Ich kann es nicht mehr erwarten, diese Pergamente zu studieren. Wenn ich mit meiner Theorie recht habe, könnten all diese schrecklichen Ereignisse eine freudige Erkenntnis offenbaren. Sind wir noch in einer Gruppe? Hey! Oder läuft er jetzt alleine wieder zurück? Anscheinend sind wir noch in einer Gruppe. Hat jetzt der eine Ork hier noch was zu erzählen? Aus den Tiefen des Steins drang der Schrei der Erde. Was habt ihr im Lug-Adgar getan? Einer eurer Vorfahren hat die Höhle einstürzen lassen. Dashfarak-Goshuk. Wie Legenden sagen, Dashfarak-Goshuk war ein großer Schamane. Wenn es sein Wille war, musste es geschehen. Der Wille der Ahnen ist also, endlich in Frieden und für immer ruhen zu können. Was hast du jetzt vor? Wirst du weiter die eingestürzte Höhle bewachen? Ich werde wachen, bis mein Schwur an Kruschak erfüllt wurde. Ihr solltet nun gehen. Ha-Umra-Kruschak. Hey! Naja, dann... Vielen Dank für die Hilfe, Mister. Gut. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Thank you.